Was geht ab? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen. Neues Inari Legend Video. Wir sind beim Drachensiegel 19 mittlerweile schon und das ist der Donnerdrachenkönig. Auf der schweren Stufe. Wäre geil, wenn ich den schaffen würde. Ich gehe hier mit meinem Standard-Lineup rein. Das stellt sich irgendwie immer von alleine auf. Benson, Nathalie, Shuri und dazu Veska. Wichtig ist immer gucken, dass man den Skills von dem auch ausweichen tut. So wie hier jetzt. Ja, super, Veska stand aber nicht. Veska stand da genau, wo das hinging. Das war ein bisschen doof. Mal wieder ausweichen. Zack. Ah, ich habe jetzt. Na, wir nehmen mal nicht die Heilerin. Ah, wir nehmen mehr Schaden. Ich gehe auf mehr Schaden. Nicht auf Heilen. Meine Leute haben eigentlich selber schon gut Self-Sustain. Von daher nehme ich lieber den Schaden mit, weil der Einzelziel-Drache, der macht hier schon richtig gut Schaden. Mal gucken, wie sich das so ausgeht. Hier kommen diese Skills, die müsst ihr auch immer sofort ausweichen. Immer hier drauf achten, diesen Blitzeinschlag, den müsst ihr immer ausweichen. Aber das ist ein bisschen blöd hier bei meinem Team jetzt halt, ne? Laufen. Ausweichen, sehr gut. Ich hoffe, dass der Schaden reicht. Hier müssen wir alle in die Kuppel ziehen. Sonst kriegen die alle richtig viel Schaden hier. Hä, Shuri hat sich. Okay, ich darf da die Shuri-Ulti nicht machen anscheinend. Shuri hat sich da außerhalb der Kuppel positioniert dann und hat so viel Schaden bekommen. Ah, da bin ich zu spät ausgewichen. Also in der Kuppel, Leute, wenn ihr Shuri benutzt, nicht die Ulti von Shuri benutzen. Ihr habt gesehen, was dann passiert. Sie rippt sich damit einfach selber. Ja, der ist schon sehr schwer, der Drache jetzt hier auf der Stufe. Mal gucken, ob ich das alles noch, ob ich den schaffen kann. Wäre natürlich nicht schlecht. Bombensache geht los. Oh, vergessen auszuweichen. Oh mein Gott. Oh, ist aber auch hinterhältig, dass der während der Bombenphase seinen Schuss macht. Muss ich mir merken. Boah, das hat uns richtig Damage gekostet. Oh yeah. Schuss wieder ausweichen. Boah, der macht richtig viel Schaden, ey. Ich meine, es ist schon alles ziemlich low. Don't like this. Kannst du ihn denn nicht low? Es ist Benson. Ich versuche mal, Benson jetzt einfach in die Mitte zu stellen. Das funktioniert. Ja, die wird jetzt eh RIP gehen hier. Fast alle RIP. Dingens ist kaputt, Veska. Damit haben wir übelstes Problem jetzt. Ich muss jetzt mit Shuri ulten, weil sonst wäre Shuri jetzt auch kaputt schon. So konnte sie noch mit dem Schaden weggehen.
Ausweichen hier. Ah, ich glaube, das schaffen wir noch nicht. Das glaube ich nicht, dass Benson jetzt hier alleine so viel noch abziehen kann. Na gut, er hat noch den Drachen dabei, aber ich glaube nicht. Oh, ich habe vergessen auszuweichen, ich bin so ein Groß. Das war natürlich der Omega-Rap jetzt hier. Ja, eventuell können wir das doch schaffen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ein, zwei Mal nicht gut ausgewichen. Und dafür haben wir es trotzdem fast geschafft, muss ich sagen. Jetzt bin ich wieder nicht ausgewichen. Ich bin jetzt auch komplett nur noch auf seinen Lebensbalken angucken. Man kennt's. Okay, ein bisschen Schaden hat gefehlt. Wir gehen nochmal rein. Wir gehen nochmal rein und gucken mal, ob wir das jetzt schaffen können. So, Ausweich. Ja, Mist, Veska stand falsch. Ah. Oh, Veska weg da. Oh, yeah. Ah ja, Shuri hat es erwischt, obwohl ich Ausweichen gedrückt habe. Manchmal ist das auch so los. Oh nein, da kam schon, ich habe wieder nicht dran gedacht. Kam ja wieder der Schuss mit dem Dingens. Da muss man richtig aufpassen. Höllisch, oh mein Gott. Das Gute ist, dass es vielleicht auf Benson gegangen ist. Der kann sich. Oh, der muss ja noch hier drinnen bleiben. Der kann sich wenigstens wieder ein bisschen vielleicht hochleachen, ne? Aber ich muss da ein bisschen mehr aufpassen auf den Schuss. Die ganze Zeit drin, ey, ich hab's voll nicht gepackt. Der Schuss. Ah ja, aber der Try war richtig schlecht, Alter. Ja, so, versuchen wir das halt nochmal. Mann, ich bin, wenn der, während der Bombenphase bin ich so abgelenkt, weil die immer wieder zurücklaufen und nicht da warten, wo ich sage, ne? Das macht das halt so kompliziert. Muss sie zurückziehen, zurückziehen und dann musst du noch aufpassen, dass die, dass ich den Dingens ausweiche, ne? Übel. Ja, so weit können wir das nicht ausweichen, was da ist. Jetzt muss gleich der Schuss kommen. Ich muss dran denken. Ausweichen. Das ist gut. Diese Dönerkuppel. Shuri musste auch schnell rein. Raus. Vielleicht kommt wieder sein Schuss. Ah, jetzt kommt erstmal das. Und dann
kommt jetzt ein Schuss. Das ist ein guter Ausgleich. Perfekt. Das sieht jetzt erstmal relativ gut aus, muss ich sagen. Ziehen hier den Pulk. 6 Sekunden auf sein Ding. Noch 3 Sekunden auf seinen Schuss, denk. Kommt erstmal das. Und währenddem kommt jetzt, glaube ich, der Schuss, ne? Oder? Nee, jetzt kommt noch nicht der Schuss. Okay. Ich hoffe noch, dass Veska den Schlag vielleicht noch mal hoffentlich überlebt. Das wäre wichtig. Nee, hat er nicht. Schade. Jetzt kommt... das Ding. Das hat Natalie erwischt. Und jetzt kommt sein Schuss. Nein, ich bin noch ausgewichen. Warum ist Shuri nicht weggelaufen? Ich hab sie weggezogen. Mann. Oh, Shuri. Warum? Warum tust du mir das an? Jetzt wird das natürlich anders knapp. Der Run war bis dahin richtig gut. Schaden wird nicht reichen. Ey, weil Shuri gestorben ist. Shuri hätte nicht sterben dürfen. Wenn Shuri hier noch am Start gehabt, der hätte es geschafft. 100%. Oh, okay, das schaffen wir. Ich sehe es. Voller Fokus und dann schaffen wir das. Ausgewichen, perfekt. Kannst du dich jetzt mal bitte dahin bewegen, wo ich es sage? Mann, also ist doch auch richtig schlecht gemacht hier vorne mit der, mit dem Laufen. Das hier wieder. Hier wieder auseinander gruppieren. Nein, ich konnte nicht, weil ich ihn richtig Ulti gemacht hatte. Oh Mann, deswegen konnte ich nicht ausweichen. Warum muss der auch genau auf die schießen? Hätte es nicht auf Shuri oder auf irgendwen anders schießen können, du Pisser? Mann, 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 ey. Eingelaufen. Ah, jetzt noch mal, komm. Lauf bitte da weg, danke.
Der Schuss kommt. Mann, ich habe doch extra versucht, da wegzuspringen mit der Ultimate. Also ehrlich, manchmal, ne? Das ist so ein Lacher, ey. Leck mich am Arsch. Kannst ja vergessen mit der Ultimate. Die landet einfach dann irgendwo, wo sie will, die blöde Kuh. Mache ich nicht die Ultimate, weil dieser Schuss kommt. Okay, jetzt kommt der Schuss nicht. Ich muss erstmal hier reinlegen. Hallo, du sollst da reingehen. Soll mich jetzt komplett verarschen im Spiel? Bitte nicht da reinlaufen. Jetzt kommt, glaube ich, der Schuss oder die Kuppel einzubringen. Okay, die Kuppel. Jetzt stirbt leider unser Veska wieder ganz knapp. Ah, oh, diesmal hat er überlebt. Nice. Oh nein, Veska, du stirbst jetzt. Noch nicht. Schuss. Oh mein Gott, ist das knapp hier, ey. Leck mich am Arsch. Ah, Schuh ist leider kaputt. Aber auch nicht verhindern können. Müssen wir gucken. 19 Sekunden, wir haben die Möglichkeit, es zu schaffen. Ausweichen. Das wird knapp. Also das ist mein bester Versuch. Wenn der nicht schafft, dann schaffe ich es nicht. Komm, töte ihn. Benson, los. Wow, das war ein krasser Run. Holy shit. Insane. Puh.
Das war sick, Mann. Leute, habe ich geil gemacht. Da muss ich mal stolz auf mich, sorry. Muss man mal stolz auf sich sein, oder? Ah, wichtig und richtig. So, da haben wir hier irgendwas freigeschaltet. Aha. Diamanten. Was haben wir hier freigeschaltet? Und hier haben wir noch ein paar Sachen freigeschaltet. Wen kann ich denn entwickeln? Ich glaube, ich konnte Icy entwickeln. Den entwickeln wir jetzt auch direkt mal. Der auch nochmal stärker. Schöne Sache. Das haben wir jetzt nichts mehr, ne? Nee. Boah, Leute, das war ein knappes Video, Mann. Boah, ey, auch ein langes, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Haut ein Abo auf den Kanal raus. Und verpasst keins der weiteren Inaria Legends. Ach so, nee, warte mal. Ich kann auch das Gear und so zeigen. Also, mein Benson ist unsterblich. Ich zeige euch mal die Skillung. Oben, unten. Oben, oben, unten, oben. Exklusive Waffe auf 22. Mehr kann ich leider gar nicht. Ausrüstung zeige ich euch. Könnt ihr euch dann angucken. Könnt das Video pausieren. Könnt ihr in Ruhe euch angucken. Dann hatten wir Veska benutzt. Der ist unsterblich 1. Talente. Einmal unten. Und das war's bei ihm. Ausrüstung zeige ich euch auch kurz, könnt ihr euch wieder in Ruhe angucken. Dann haben wir Natalie benutzt. Exklusive 15, können wir sogar, glaube ich, wieder hochmachen. Ja, können wir hochmachen. Also, sogar Exklusive 16 jetzt. Aber mit 15 ging es auch. Talente. Oben, unten, oben, unten, unten, hier nochmal oben, hier unten und nochmal unten. Ausrüstung. Und Shuri haben wir benutzt. Exklusiv 20. Talente. Ist hier dritte oben, dann vierte oben, hier nochmal oben, das war's bei ihr. Ausrüstung 20, das hier, das hier und das hier, Leute. So, jetzt verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben, haut ein Abo und verpasst keins der weiteren Inaria Legends Videos. In dem Sinne, Peace, euer Resign 1.